Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Construction Simulator 2015. Mit mir, aber leider nicht zu sehen, ist der Nexus hier im Spiel. Hallöchen. Und der Faustus ist auch immer noch dabei, Ja, so sieht's der aus. auch gerade am Stream ist. So, wir hatten einen Auftrag angenommen, waren aber auch schon fast fertig. Ich besorge gerade die restlichen Dingens dafür. Ich weiß gar nicht, was die anderen beiden gerade machen. Ich habe gerade den Container aufgeladen. Ja, nur nicht, dass du dich jetzt wunderst, dass der Bagger weg ist. Ich bin beim Auffahren auf den Anhänger, bin ich Ja. hängen geblieben, habe dann die Rücktaste gedrückt und schwupp war der Bagger auf dem Firmenhof. Boah, ist doch auch mal Auch ganz nicht nett. schlecht. Wolltest du mitfahren? Nö, ich bring den jetzt hier zurück. Okay. Das nimmt er mir einfach so die Vorfahrt hier, ne? Habt ihr genau gesehen, ne? Habt ihr das Kennzeichen gemerkt? Ja, Zeige ich hab ich an. gesehen. Zeige ich an die Sau. So, fahre ich jetzt hier richtig? Ja, ne? Ja. So, da ist der Wödern. Leider sind die Paletten jetzt alle unten drin. Das ist immer Aber mies. wenn die alle gerade hier sind, vielleicht hilft mir einer von denen. Ich bin auf dem Weg zum Kieswerk, deswegen. Ach so, na gut. Ich kürze jetzt auch mal instant ab hier. So, habe ich rausgekriegt. Da versuche ich jetzt mal noch den Bagger aufzuladen, damit der schon mal auf dem Hänger ist. Ja. Helfen kann ich ja jetzt euch da sowieso nicht, ne? Ja, höchstens vielleicht den Faustus beim Aufladen, aber. Der Faustus lädt ja den Bagger auf. Ja, deswegen. Er wollte wahrscheinlich. Er, Hat nee, er gar hat nicht er nicht mitgekriegt. mitgekriegt, ne? Passt schon. Irgendwann guckt er sich seine Aufnahme nochmal an und dann denkt er, ah, davon haben die gerade gesprochen. Idioten. Ach ne, immer werde ich geärgert, ey. Ja, gib uns nicht so eine Vorlage. Würde ich nie tun. Das hat er sich gleich am Anfang schon abgewöhnt. Jeder fängt klein an, Erfolg freigeschaltet. Guter Gesellenanwärter, Auszubildender. Erfolg freigeschaltet. So, eigentlich ist der nächste Auftrag jetzt nur. Oh, ich kriege ihn gar nicht mehr raus hier. Ah, super. Der nächste Auftrag ist eigentlich nur die Abwasserrohre. Aber ich habe halt auch schon das für den nächsten Schritt alles. Jetzt haben wir uns irgendwann mal so angewöhnt. Angewöhnt. Angewödert. Genau, angewödert. Aber manchmal sind die Baustellen echt weit auseinander zu Baustoffende oder sonst irgendwas. Genau, aber wenn man dann zusammenspielt, Ja. dann hat man die Zeit, ja. So, Ladung ist fest. Tja, wo bleibt er denn? Jetzt dachte ich mal, ich fahre hier ein bisschen woanders her und das war, glaube ich, keine so gute Idee, oder? Das Doch. sieht aus, als wenn du schräg fährst. Ja, ich war nicht auf der Fahrbahn. Hey, das sieht aber auf der Karte trotzdem aus, als wenn du schräg fährst, auch auf der Straße lang. Echt? Ah, das ist wahrscheinlich die, wo du hinguckst oder Die sowas. Sicht, ja genau, das ist die Sicht. So, ich sperre mal einfach die ganze Straße, damit der Wödern hier rangieren kann. Karre einfach hinten, hinter das Haus. So, Faust ist bestimmt wieder so nett und macht die Ladung los. Natürlich. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie der aus. Ich wollte jetzt gerade erst sagen, ausgefahren ist, aber da rutschte der plötzlich. Wollte ich erst wieder umschwenken auf Auskippen. So, als erstes sollen die Rohre dahin. So, Faustus und Nexus verlegen die bestimmt gleich. Die verlegen Hallo, gerne mal ein Rohr. logisch. Ja, wenn man darf, ne? Instant, zack, haben wir fertig. Jetzt muss er auf die andere Seite.
Dein Toll. Ernst? Ja, du Ja. musst jetzt hier hin. Was für eine Arschlöcher, ey. Ja, die Planung der Baustelle hat Wödern übernommen. Nicht wirklich. Na, hör auf. Ja, ich habe die nur abgezeichnet von deinem Plan. Na, 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 ich bin nur Auszubildender. Ja, da wollte ich dem Auszubildenden einmal Verantwortung geben, weißt du? Schon Ja, gleich ja. in die Hose gegangen. Ach, guck mal, Faustus steht da oben und guckt Ja, man zu. kann schön auch hier in die Gebäude reingehen. Das finde ich eigentlich Was auch ganz cool. ich eigentlich genau, wollte ich gerade sagen, was ich eigentlich echt geil finde sogar. Also jetzt bei so einem kleinen Gebäude ist es ja schon cool, aber nachher auf dem Hochhaus, ja, wenn du dann da runter gucken kannst und so. Das ist richtig nice. Ja. So, verlegt ihr schon mal die Holzpaletten hier? Warte, ich packe euch die runter. Ja, Batsch. Platsch. Und wie sanft die Palette doch aufgekommen ist. Total realistisch. Ja, ist ja auch ein Simulator. Naja. Ja, was erwartest du? Sag. Und einmal das hier. Die eine Palette ist nicht richtig. Irgendwie. Du bist nicht richtig. Nein, ich habe die jetzt gerade so reingeschoben da. Echt hat er die nicht angenommen? Nein, die hat er ja nicht angenommen. Warum auch immer. Normalerweise nimmt er die ja an. Aber die stand gerade bei uns Normalerweise im kann man Kopf. die aber auch nicht verschieben. Doch, wenn du so ganz eben da dran vorbeiläufst. Hier so. Na, gerade ging es noch. Da siehst du, hast du gerade auch ein bisschen da. Siehst du? Ja. Zack. Super. Perfekt. Oh, wir müssen weg. Perfekt eingefädelt. So, Füße einfahren. Und dann ab von Hof hier. Jetzt müsste es so eigentlich mal weitergehen. Das dauert zwischendurch einen Moment. Der ist alles fertig. Ja, eigentlich schon, geht wieder nicht weiter. Doch, jetzt. Zack. Super. Und da steht das Haus. Richtig hübsch. Obwohl Faustus und ich schon gar nicht mehr da waren, haben wir das mal instant fertig gebaut. Ja, so muss das sein, ne? Ja. Also eine Arbeit erwünscht man sich. So, weg da mit deinem kleinen Renault, ey. Kuckuck. Ja, dicke Vollbremsung. Alter, die Vollbremsung, die ich in der letzten Folge beim Schnittholzhändler da gemacht habe, die werdet ihr euch angucken müssen. So, wir haben den nächsten Sonderauftrag und den nehme ich auch instant an. Das wird mal was richtig Nices. Nice wie nice. Ja, vor ein paar Minuten direkt auch Hotel. Da brauchen wir den Dicken bestimmt wieder. Bin schon unterwegs. Ne, ich meine, da ich den Wagen. Erstmal müssen wir Transportiere aber 4 Kubik Erde. Erde. Vom Kieswerk zum Dings oder andersrum? Vom Transport. Kieswerk in den markierten Bereich Baustelle. Dann besorge Fichtensetzlinge und Projektmanager ansprechen. Gut, Dann. bist du schon los? Entschuldige, Erde. Ich wollte gerade sagen, ich fahre die mit dir mit Wildern und dann machen wir die das Aufladen da. Pass auf! Bam, tot. Das macht den Passanten hier gar nichts aus. Nein, die haben God-Mode an. Boah, ich habe mir Hoppala. gerade noch mal überlegt, mit Wildern mitzufahren. Wo willst du hin? Baustoffhändler nicht? Fichtensetzlinge.
Ach so, sei. Gartenhandel. Naja, vielleicht gibt es ja auch beim Baustoffhandel, wer weiß. Aus Plastik oder so. Dann gehen die wenigstens nicht ein. Genau. Braucht auch keiner gießen. So, gut, ich habe mich verfahren, aber Oh, Faustus. halb so wild. Ah, Faustus ist schon far away. Ja, der muss ja auch als erstes da sein, ne? Stimmt. Aber wir müssen auch noch echt lange aufladen, deswegen. Da hinten fährt der Faustus. Geisterfahrer. Boah, zack, ich hab's vorher gesehen. Bin schon mal ausgestiegen. Ja, dann kannst du ja einkaufen. Ich grüße mal die Fahrer aus. Fichtensetzlinge war das, ne? Sechs Stück, ne? Weiß ich nicht. Guck mal bitte kurz. Sechs Stück weiß ich auch noch, aber was für welche weiß ich gar nicht Ja, mehr. wird schon passen. Wieso sind das jetzt nur fünf? Ach, da unten ist noch einer. Ich wollte gerade sagen, den habe ich nicht gesehen. Obwohl ich eine Brille trage. Ach, du trägst eine Brille? Ja. Stimmt, wir hatten letztes Gespräch von Kontaktlinsen. Kannst du die ganz vorne auf die Dings stellen, weil da komme ich mit dem Kran immer nicht hin. Ja, klar. Das, den Kran drehen, ey, das dauert immer am längsten, Alter. Ja. So schallert sie ihn. Und nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier so vorsichtig ranfahre an die Blumen oben, weil die nämlich ziemlich verbuggt sind. Ist ja ein Wunder, ne, dass hier Bugs drin gibt. Echt? So was gibt's hier? Ja. Ich habe auch nicht damit gerechnet. Man muss dazu machen, sagen, dass das Spiel aber echt Spaß macht. Dass man bloß manchmal am Verzweifeln ist an den Bugs. Oh, guck mal, der Faustus ist hier. Ja, wollte mal Hallo sagen. Hallo. Ja, trotz dass es so viele Bugs gibt hier in diesem Spiel, macht es echt Spaß. Auf jeden Fall. Ja. Ist schon sein Geld wert. Kostet jetzt ja auch, glaube ich, nicht so die Welt, ne? Was war das, 16 Euro oder? Weiß es schon gar nicht mehr, ey. Also Auf Steam natürlich. bei Steam kostet das 20, 25. Echt, doch so viel? Ja, wir haben ja auf dubiosen Key-Seiten. Ja, weiß ich nicht, so 15 bis 18 Euro oder so, ne? Ja, irgendwie so. Genau, bei G2A zum Beispiel. Mach doch keine Werbung. Wieso nicht? Kriegst du was dafür? Ja. Wenn ja, wollen wir was abhaben. Mach auch Product Placement. So, ich hab schon befestigt, wir Warte, können los. warte. Always Coca-Cola. Kauft jetzt das neue Billigbräu von Lidl. Ist klar. Wenn ich jetzt eine Facecam anhätte, würde ich das natürlich auch noch in die Kamera halten, aber. Obwohl, ne, ich habe noch nicht mal eine Dose hier oder eine Flasche oder was weiß ich. So, wieso wird mir das angezeigt, dass ich nach links soll? Weil wir nach links müssen. Ach, Hotel, stimmt. Ja. Sag das so. Hab ich doch. Ach so. Heißt mir auch nie zu, ne? So, ich habe Blumen. Ich habe Blumen mitgebracht. Im Hotel, wo waren das Hotel nochmal, ey? Die auch beim Sportplatz, bloß auf der anderen Seite, ne? Ne, doch Nee, noch nicht. weiter geradeaus. Ah, ne, beim Sportplatz auch an. Soll ich wieder ein Navi spielen? Also das Nexus Nexus. Ja. Okay, erstmal instant geradeaus die ganze Zeit. Ich muss zuerst die Erde abliefern, ne? Ja.
Ja, ist hier eigentlich noch mein Bremsstreifen? Nö, schade. Dann musst du die Ungerbox gucken. Ja, hab ich ja Hier gerade. rechts. Rechts. Boah, Alter, wir kippen. Oh, Alter. schade, ich dachte, Ich ich kann dachte, ihn du noch hättest noch. halten. Was ist jetzt? Kippt er wieder rum. Alter. Wir haben nur noch 5 Paletten auf dem Ja, Rücken. die eine ist unter uns. Ey, ich habe 4 Kubik dahin gekippt, ne? Die waren auf jeden Fall auf der Karre und die haben nicht gereicht. Ja, das hatte ich letztes Mal auch schon einmal. Du müsstest nochmal Backspace, glaube ich, machen. Ja, läuft. Keine Wir Bugs. haben Lowrider. Okay. Muss ich nochmal Ne? so ein Pfütze Erde holen, ne? Ist das noch weit weg, weil ich kann nur noch mit 6 km/h fahren. Ich könnte auch eben kurz, wenn wir mal losmachen, vielleicht. Ich hoffe aber nicht, dass sie alle Sachen dann. Warte mal, ich mach mal los. So, bleib stehen. So, jetzt kannst du rückwärts fahren und die aufladen, wenn du willst. Also Rückwärts natürlich fahren und. einlenken natürlich, ist ja klar. Hä? Ja, die steht jetzt hinter dir, die Kiste, du fährst gerade drüber. Du Alter. meinst. Du meinst beim Kran aufladen oder was? Ja, jetzt hängt die natürlich bei dir am Reifen. Ja, kann ich die nicht so mitschleifen? Nee, schade. Ach. Das ist ja doof jetzt. Ja. Es hätte ja auch funktionieren können auf nicht zwei Reifen, sondern vier Reifen. Habt ihr die nicht gesichert, Hey, die ich bin Klamotte? doch auf 4 Reifen gefahren. Ja, habe ich doch gesagt. Es hätte ja Ja. funktionieren können, dass wir das noch rumreißen können, sozusagen. Ich habe extra in die andere Richtung gelenkt, damit er nicht umkippt. Ja, und dann kam da plötzlich so ein scheiß Erdloch und bumm, waren wir auf der Seite. Junge, 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 Junge. Naja, ich Aber muss zum. sowieso noch Erde holen und von Ja. daher habt ihr noch Zeit. Aber zum Glück ist das uns jetzt nicht mit dem kleinen Pritschenwagen passiert, weil da hätten wir dann schon ein Problem gehabt. Ja, jetzt einen Gabelstapler holen können, dahin Ja. fahren. Jetzt kannst du runter. Ne, doch, passt. Juhu. Und ich habe ihm extra noch gesagt, rechts. Ich bin doch rechts gefahren. Ja, aber wie? Aber sah gut aus, echt. Nexus, Nexus. Ja, rechts. Jetzt immer geradeaus. Bitte wenden. Oh, warte. Da sehen wir das Hotel auch schon. Ja. Ach nee, letztes Mal war das so ein Krankenhaus, oder? Nee, das war auch das Hotel. Bitte biegen Sie in 100 Metern links ab. Okay. Sie Oh. sind an dem Ziel vorbeigefahren. Nein! Ey, du bist so ein Idiot, Wöhner, Wieso denn? ne? Boah, Salto. Ey, und da habe ich was Nice, rausgezapft. nice. Kannst du fahren? Nee, der Ford Mondeo, da ist zu stark. Warte, ich tapp noch Ja, mal. Ah, jetzt hat's doch funktioniert. guckst du. Und mit 6 Paletten auf dem Pritschenwagen. Na supi. Läuft. So, ich bleib Bei mal hier euch geht stehen. der etwa. Weil Jetzt gucken wir mal Faustus auf muss die er erst. Karte, wo der Faustus ist. Ach, der Faustus ist ja auch gleich schon wieder da. Ja, ich habe da nicht so ganz so viele Probleme wie ihr. Ja. Heute. Heute. Ja. Gab schon ganz andere Tage. Ey, Faustus ist schon 800 Meter in die Luft gesprungen. Ja, auch übrigens auf seinem Stream zu sehen. Mehrmals Ja. pro Minute. Na. So, wo ist der Faust denn? Da Da kommt kommt er er ange angerast. knackkachelt. Der kippt nicht so schnell um wie meiner, willst Oh oh. du?
Lexus konnte sich gerade noch retten. Ich bin mal Wieso? einfach zur Seite gesprungen. Willst du mal Kran fahren, Nexus, oder soll ich wieder? Kann ich ja mal machen, dann Sieht gucken, man das bei dir auch mal? ob ich das noch kann. Bam. Ja, ich dachte, der kommt dran vorbei. So. Nee. Was kommt denn als nächstes? Das war's. Ach so, das war's schon. Cool. So, ich habe die Ladung gelöst. Ja, Dankeschön. Ist ja ein geiles Hotel. Was brauchen die, um das zu bauen? Erde und Bäume. Das ist total wichtig. Und auch total realistisch. Wenn er gerade in die Luft springt, sieht er irgendwie scheiße aus. Hui. 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 Wollen wir eine Polonaise machen? Da, dass sie nicht tanzen kann, ne? Ja, ne? Dann wüsste ich, dass ihr beide nur Quatsch machen würdet. Nein. Machen wir Nein. nie. Sondern tanzen. Nein. Ey, ein Presslufthammer. Ups. Cool. Nimm mit. Geht nicht. Ey, wieso zappelt das Bild denn so, wenn ich mich so drehe? So, Nexus lädt ab. Dreimal Baum stehen schon da. Oh nein, die Folge ist ja schon wieder vorbei. Oh. Nexus lädt noch ab. Ich Ich beeile sag. mich. Genau. Wir sagen damit vielen Dank fürs Zusehen. Den Auftrag haben wir dann ja schon fertig. Ah, den Vorarbeiter müssen wir noch anschnacken. In der nächsten Folge werdet ihr also gleich einen neuen Auftrag sehen. Die Kanalbeschreibung vom Nexus und die Kanalbeschreibung nicht, der Kanallink vom Nexus ist bei mir unten in der Kanalbeschreibung. So rum ist besser. Der Link vom Faustus Twitch-Kanal ist bei mir auch unten drin. Lasst gerne mal einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Oh. Tschüss. Toll.